Guten Tag, meine lieben Sprecherfans. Ich bin's wieder. Aber leider nicht mit einem neuen Top Secret Video, sondern mit einer schlechten Nachricht. Wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, sind die John Sinclair Videos von meinem Kanal verschwunden. Auf dieses Verschwinden habe ich eine Urheberrechtsverletzungsverwarnung von YouTube erhalten. Damit wurden einige YouTube-Daten bei mir gesperrt und auch Funktionen, so dass ich jetzt keine Videos mehr hochladen kann, die länger als 15 Minuten sind. Bla bla bla, habe ich euch ja alles schon gesagt in dem Video, warum keine John Sinclair Videos mehr kommen. Darauf habe ich mal lieber für die Top Secret Videos den CBT Verlag angeschrieben, ob ich denn die Bücher von denen überhaupt veröffentlichen darf. Die haben mir leider darauf geantwortet, dass ich das nicht darf. Und deswegen war ich jetzt ziemlich lange hin und her gerissen, ob ich denn weiter jetzt Top Secret hochlade oder nicht. Und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt noch ein paar Folgen hochzuladen, mal zu gucken, was passiert. Auch wenn das, was ich tue, total gegen die Urheberrechtsregeln bzw. auch Gesetze ist. Aber ich dachte mir, ich mache das mal, damit ihr vielleicht noch mal was zu hören bekommt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon nicht mehr irgendwas auf YouTube gebracht habe. Ich weiß ja, irgendwie Anfang Januar oder so habe ich mal fürs Neujahr oder so mal wieder was hochgeladen. Aber nachdem ich dann die Antwort bekommen hatte, dass ich auch keine Top-Secret-Videos mehr eigentlich hochladen darf, habe ich mich mal dazu entschlossen, das lieber nicht mehr zu tun. Und habe jetzt lange überlegt, was denn nun mit dem Kanal passieren soll, wenn. Ich denke, viele andere Verlage werden mir das auch nicht erlauben. Und deswegen war jetzt so die Frage, was aus meinem Kanal wird. Ich habe mich dazu entschieden, das jetzt ein bisschen weiterzumachen, weil irgendwie habe ich keine Infos mehr von denen bekommen. Da haben die nur noch gesagt, ja, dürfen sie nicht machen, bla bla bla, Ende. Aber ich weiß gar nicht, ob die das jetzt noch so nachverfolgen, ob ich das denn auch wirklich tue. Ich habe dann zwar meinen YouTube-Namen in der Mail, die ich dir geschrieben habe, genannt, aber sie haben mich jetzt nicht irgendwie abonniert oder so, um zu gucken, ob ich wirklich noch länger was tue. Weiß aber auch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal noch eine Folge hochladen, mal gucken, was damit passiert. Und ja, dann. So viel zu den Infos. Auf jeden Fall wisst ihr, dass ich noch lebe und ja, das war jetzt sozusagen die hauptausschlaggebende Info, warum jetzt lange nichts passiert ist. Eventuell werde ich auch vielleicht eine eigene Hörspiel- oder Hörbuchserie rausbringen. Mir fallen dauernd irgendwelche Sachen ein, die ich erzählen könnte, die ich mal als Drehbuch schreiben könnte, als Geschichte und vielleicht mache ich das ja auch demnächst mal. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Auf jeden Fall werde ich irgendwann mal demnächst eine Geschichte sprechen, die von mir stammt, das ist klar. Ja, so viel dazu, mehr gibt es da nicht zu sagen und das war es auch eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Sprecher.